27 Spieler sind dabei. Bundestrainer Joachim Löw gibt in der französischen Botschaft in Berlin seinen vorläufigen Kader für die EM in Frankreich bekannt. Mit Julian Brandt von Bayer Leverkusen, Bayern-Profi Joshua Kimmich, Dortmunds Julian Weigl und dem Schalker Leroy Sané sind vier Neulinge im Aufgebot, das von Kapitän Bastian Schweinsteiger angeführt wird. Diese Spieler fahren zum Trainingslager nach Italien, bei dem vor allem der Zusammenhalt der Mannschaft im Vordergrund stehen soll. Es geht darum, in den nächsten Wochen jetzt auch mit der Mannschaft eine Einheit zu bilden, ein bedingungsloses Miteinander zu schaffen für ein Ziel. Es geht um die Mannschaft und diese Haltung hat uns in der Vergangenheit sicherlich auch immer stark gemacht. Bis Ende Mai muss Löw noch vier Spieler aus dem Aufgebot kürzen. Das Rennen erklärt der Bundestrainer für komplett offen. Es gibt im Moment für uns Trainer keinen potenziellen Streichkandidaten. Wir haben diese Spieler voller Überzeugung jetzt auch ausgewählt. Vor dem Turnier bestreitet die DFB-Auswahl noch zwei Testspiele gegen Ungarn und die Slowakei. Das erste EM-Spiel gegen die Ukraine findet am 12. Juni statt.